Hi, ihr Lieben. Ich war Pilze sammeln und wie ich zu einer Ausbeute fast am Mittelpunkt des Ruhrgebiets gekommen bin und wofür das gut sein sollte. Hierfür? Egal. Also, ich habe einiges gefunden und das zeige ich euch gleich mal. Und ich habe so viel gefilmt, ich lasse es einfach mal hintereinander so laufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Anfang dazu passt, zu dem, was jetzt kommt. Und wenn es nicht passt, ja, schön, dass ihr trotzdem weiterguckt. Hallo ihr Lieben, ich bin geografisch gesehen nur ein paar Kilometer vom Mittelpunkt des Ruhrgebiets entfernt. Man kann sogar sagen, ein paar hunderte Meter eigentlich. Ich befinde mich in einer geschichtsträchtigen Stadt und ist ländlich, ne? Schön ländlich hier. Ich suche Pilze hier, denn ich habe erfahren, man kann überall Pilze finden, außer im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet gibt es so die ein oder andere Stelle. Aber so mitten im Ruhrgebiet, das, was wir hier sehen, ist tatsächlich ländlich. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob man es da sieht, da, es sind direkt Häuserreihen und dann auch Hauptverkehrsstraßen. Ihr kennt das im Ruhrgebiet. Hier werden nebenan vier Städte verbunden. Ich nenne das Drei-Städte-Eck plus eins. Und hier ist ganz schön was los eigentlich. So, ich nehme euch mal mit. So, ich bin jetzt auf dem Weg in ein Waldgebiet. Im Ruhrgebiet nennen wir eine Ansammlung von mindestens drei Bäumen Wald. Und da schauen wir mal, ob wir dort fündig werden. Ja, das ist hier nur ein Korridor. Hier ist noch kein Wald. Der Wald ist da hinten. Bin jetzt im Wald. Ich sehe ihn kaum vor lauter Bäume. Und wir sind ja hier in einem Ballungsraum. Und während des Zweiten Weltkriegs war hier eine Menge Kriegsproduktion. Und wie es so üblich ist fürs Ruhrgebiet, findet man hier und da überall Bunkereingänge. Es gab ja eine Verordnung, dass Luftschutzstellen gebaut werden müssen. Und hier haben wir so eine. War noch vor ein paar Jahren offen. Ja, wollen wir mal suchen, ne? Hier wachsen eine Menge Lorcheln. Gibt Leute, die fressen die, aber nach neuesten Erkenntnissen sind die giftig. Aber es verwundert mich, wenn ich jetzt sage, dass da viele Ältere sind, die sagen, ich habe die schon immer gegessen und werde die weiter essen. Liebe ältere Leute, denkt mal über Langzeitschäden nach. Abseits der Wege vom Laubwald geht es gleich in den Nadelwald. Und auf dem Weg dahin, was haben wir da? Eine Marone. Und wenn hier eine wächst, das sind Buchen, können wir gucken, ob wir noch mehr finden. Meistens hat man ja Glück. Überall Nebelkappen. Manche essen sie und jetzt wurde die als giftig eingestuft, da Todesfälle bekannt geworden sind. Wäre schon cool, wenn das noch, wenn die nicht gewesen wären, weil die Dinger kommen ja auch ziemlich in Masse vor. Sehen aus wie ne, so ein bisschen hier so wie so ein Steinpilz und dann dreht man den um. Ah, Talamellen. Ist keiner. Ja, und charakteristisch, nicht nur die Masse, sie kommen oft im Kreis vor. Ja, da oben geht's weiter. Ja, da drin sehe ich einen. Und ne, so Hexenkreise. Hier ist der Holunderschwamm. Den können wir mitnehmen. Auch hier mitten im Ruhrgebiet im Mini-Nadelwäldchen sieht man, dass Hitze, Sturm und auch Borkenkäfer und Holzbock fleißig waren. Es ist viel kaputt. Vielleicht hier. Hallimasch und Düngerlinger. Das ist nur was für Saumägen und Bekloppte. Zurück im Laubwald. Herbstrotfüße. Wonderful. Sehr unscheinbar der violette Lacktrichterling.
ist ein in Masse vorkommender Pilz und den nehmen wir mit. Das ist ein kleiner Flaschenstäubling, den nehmen wir auch mit. Wenn man Babysteinpilze findet, ist das immer ein gutes Zeichen, vielleicht auch große zu finden. Mal schauen. Die lagen schon so rum. Nein, die sind nicht rausgerissen. Die lagen tatsächlich da rum. Wollt ihr einen schlechten Witz hören? Nein? Okay. Warum heißen Fliegenpilze eigentlich Fliegenpilze? Ich habe die bisher nur auf dem Boden gesehen. Tatsächlich einen total zerfressenen alten Steinpilz habe ich gefunden, in der Nähe von den kleinen. Noch hart. Mal schauen, was man davon noch verwenden kann. Und wieder ein Herbstrotfuß. Jo. Hier sind ältere Buchen. Eigentlich so ideal, um hier was zu finden. Ich habe ein paar violette Lacktrichterlinge und einen Stäubling hier gefunden. Ein Flaschenstäubling. Und da habe ich noch was anderes gefunden. Wie man so schön sagt, zum Beispiel bei Seven vs. Wild, ein Shelter. Guckt er erst Shelter? Shelter. Ja, das ist eine Unterkunft. Shelter. Ich mache mich darüber ein bisschen lustig. Da ist eine Plane. Die hat der Wind wohl schon ein bisschen abgerissen. Und dann hat hier jemand mit gutem, dicken Holz eine Bank gebaut. Und da steht drauf, schmeißt euren Müll weg, wenn ihr unsere Bank schon benutzt. Und eure Scheiß... Nö. Nöpfel. Sonst gibt's was auf die Birne. Finde ich toll. Hier kann man echt nichts falsch machen. Ihr kennt einen Holunderbaum und wenn die kaputt sind, wächst da der Holunderschwamm drauf. Hier noch ganz klein. Ganz charakteristisches Aussehen wie so Ohren. Wird deshalb auch Judasohr genannt. Den Namen nutze ich so nicht. Ich nenne den Holunderschwamm, was auch richtig ist. Ach ja, noch was. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn ihr euch vergiftet und jetzt losrennt und das... sogenannte Judasohr, den Holunderschwamm sucht und irgendeinen anderen Baumpilz frisst. Also wenn ihr den verwechselt, ihr müsst erstmal den auf diesem Baum finden, auf dem Holunderstrauch, der kaputt ist am besten. Und dann sieht der so aus, wie er aussieht. Und wenn ihr dann trotzdem was anderes isst und sagt, der Sebastian hat aber gesagt, den kann man essen. Hey, ey, geht zum Optiker oder zum Augenarzt, lasst euch checken, weil das Ding kann man nicht verwechseln. Also sucht einen Holunder, der kaputt ist. Das heißt, keine Blätter, Moos bewachsen, manchmal liegen die auch schon auf dem Boden. Und dann seht ihr schon von Weitem diese braunen, rötlichen Öhrchen. Und die einfach abmachen. Das ist der Holunderschwamm. Ja, überall wächst er hier. Oh, kann man essen. Schön braten, kochen, trocknen, Tee rausmachen. Ist ein Vital- und Heilpilz auch. Kann man noch mal suchen. Immer aus dem anderen Blickwinkel noch mal gucken. Sonst entgeht einem was. Ja, die hätte ich jetzt nicht gesehen auf der anderen Seite. Ja. Wieder eine Handvoll und noch mehr. Wir müssen uns erstmal im Klaren sein, was haben wir gesammelt. Das ganze Werkzeug weg. Werkzeug. Andere nennen es Geschirr. Besteck. So, was ist das hier? Gott, ey, so viel, ey. Hör mal, wisst ihr was? Wir machen das einfach schneller. Ich sortiere hier und mal gucken, wie lange das dauert.
So, was haben wir eigentlich hier gefunden? Massen von dem Holunderschwamm. Wirklich Massen, also so viel. Viel, wirklich viel. Flaschenstäublinge, Birnstäublinge, Herbstrotfüße. Ja, einen total zerfickten Steinpilz und wie immer der Massenpilz, violetter Lacktrichterling, lila Lacktrichterling, wie auch immer er genannt wird. Er ist mit Arsen angereichert, tödlich bei Überkonsum, aber ein schönes Gimmick auf jeder Speise, weil er so eine kräftige Farbe hat. Und wird im Video auch nochmal beschrieben. Oder habe ich schon beschrieben? Je nachdem, wann ich das wohin schneide. Es sind Ohren. Seht ihr das? Es sind tatsächlich Ohren. Seht ihr das? Es sind wirklich Ohren. Und der Name Judasohren möchte ich gar nicht benutzen. So, jetzt wird es noch lustiger. Jetzt muss das sauber gemacht werden. Wo fangen wir an? Bei den Großen? Ja? Okay. Fange ich hiermit an. Oh. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich wische einfach drüber. Da fliegt was von ab. Glitschig. Warum ist der glitschig? Der war auch nicht bei den Flüten glitschig. Egal. Guck mal, ich mache mal einen Schnitt. Kein Wurm. Ich teile mal. Total verwurmt. Hier ist eine Larve. Ich lasse die Dinger trocknen, dann sterben die Sachen. Eiweiß ist Eiweiß, egal woher. Und fertig. Dann gucke ich mir das mal an hier. Dann nehme ich die Zahnbürste hier. So, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das soll ja alles rumfliegen, kann man saugen, ne? So. Ist okay. Ja. Weg, 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 weg. Also man macht eigentlich alle Fremdkörper weg, die man findet. Ob kleine Tiere, die man aus dem Wald mitgenommen hat oder... Und sonst wo. Erdreste, Blattreste. USW. Ist okay. Bei denen hier mache ich einen Zeitraffer, weil... Scheiße. Ich werde gleich von dem Dörrautomaten einfach die Sachen hinlegen und nach und nach machen und dann drauflegen. Dann geht das schneller. Aber ich fange bei dem Beutelstäubling an. Ich nehme das Messer. Und genau, hier ist die hoch. Das. Einmal teilen. Noch weiß von innen kann man nutzen. Auch wegschneiden, was nicht gut ist. Einmal teilen. Das geht alles in den Dörrautomaten. Oh. Das war ein Fehler. Ah. Ich habe gerade das Gute ins Kröpfchen gemacht. Oder die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Dann wäre das Kröpfchen quasi das Ding. Das will ich ja nicht. So, ist okay. Ich schneide auch die Beutelstäublinge. Jetzt habe ich hier Birnstäublinge, da Flaschenstäublinge in Stücke, die... Also je dünner die geschnitten sind, desto besser trocknen die. Ich mache natürlich nicht so dünn, dass die mir komplett zu Staub zerfallen. Man kann natürlich auch Pilz, so ein Pilzpulver machen. Jeder Pilz hat ja Vitamine und Mineralien und deswegen werden viele Pilze als Heilpilze angesehen. Zum Beispiel das, der Holunderschwamm, das Judasohr, wird in der asiatischen Medizin als Vital- und Heilpilz angesehen. Und da kann ich mir auch vorstellen, voll mit guten Sachen, das Ding. Vitamine und Mineralien. Das Eiweiß sei jetzt mal einfach daneben gestellt. Oh, ich fange schon wieder hier an, was zu machen. Ich mache mal hier weiter. So. Alle noch weiß von ihm. Und ihr kennt das bestimmt, falls ihr Pilzsucher seid, wenn man Stäublinge schneidet. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, nenne ich es mal positiv ausgedrückt.
aber gehört halt dazu. Ne? Es ist was, ich habe bei 1, 2, 3 Pilze halt gelesen, das ist so gasartig, ja, das beschreibt es sehr gut. Es ist was ganz Künstliches, woanders wird es als metallisch beschrieben. Es gehört auf jeden Fall nicht in die Natur. Ne? Also das Ding ist Natur pur hier, ein kleiner Birnstäubling oder Flaschenstäubling. Er riecht halt nur abnorm, wieder der Natur. Und ja, möchte ich mal hier einmal kurz verbal wiedergeben, was ich hier gerade so rieche. Falls ich jetzt hier einen dabei habe, der grünlich-bräunlich von innen ist, ist der nicht mehr zum Trocknen geeignet. Dann sind das Sporen. Und einige habe ich natürlich vorher schon kontrolliert beim Pflücken und habe auch nur dort gepflückt, wo noch keine drüber waren. Drüber nennt man übrigens, wenn ein Pilz nicht verfault, sondern drüber ist. Er ist nicht mehr pflückbar, er ist über dem Pflücken drüber. Den lässt du stehen, so ungefähr. So, das sind die Flaschenstäublinge, ähnliche Prozedur. Einmal was Dreckiges abschneiden. Und jetzt gucken wir mal, ob der gut ist. Ganz weiß, das hier ist von der Säge, ist okay. Der wird auch getrocknet, deswegen mache ich daraus auch Scheiben. Eigentlich wird alles heute getrocknet. Ich habe schon so viel Pilzgerichte gegessen, dass ich jetzt eigentlich nur noch trockne. Sind halbwegs sauber, hier ein bisschen da wegmachen. So. Alles gut hier, so. Und das ist das, den schneide ich mal komplett durch, auch weiß. Sauber machen. So. Schön, dass ich mal nichts sage, ne? Mir haben schon so viele Leute gesagt, dass das Schönste an mir ist, wenn ich mal einfach die Schnauze halte. Huch. Kann ich verstehen. Oh, der ist schon so komisch. Oh, den lasse ich wieder. Ganz nass von innen und... Würde man es als Praline beschreiben, zergeht es auf der Zunge ein. Und den lassen wir nicht mehr trocknen. Ich habe die Flaschenstäublinge beim Sammeln von allen anderen Pilzen getrennt. Das hat einen einfachen Grund. Die haben so kleine kegelförmige Dinger auf dem Buckel und die brechen ab und du hast alle anderen Pilze voll mit Beutelstäublinge. Nicht so ein CSO oder CDO. Konservativer. Egal. Beutelstäublinge. Voll mit und Flaschenstäubling, diese kleinen Dinger, hast du dann überall voll, deswegen habe ich sie getrennt. So. Hat nichts gebracht, weil gerade beim Schneiden ist ja alles voll geworden. Die Dinger habe ich schon beim Sammeln gereinigt. Deswegen kommen sie gleich, höchstens wenn einer so groß ist, mache ich so. Ja, und vielleicht breche ich noch hier und dann werden sie aufs Dings gelegt. Mache ich das mal. Aber die Dinger hier, ey. So, ab jetzt. Ihr werdet es einmal kurz sehen. Hier ist ein Stück Holz dran, das schneide ich weg. Kommt hier rein. Guck mir den an. Ist okay. Leg ihn hier. Ich mache jetzt hier Platz. Drei, zwei, eins.
Das Schönste am Pilzsammeln ist ja die Einsamkeit und die Ruhe. Jeder Spaziergang wird quasi zu einem Erlebnis, was zu essen zu bekommen. Und das Zweitschönste und total Nervigste und ist das Putzen. Aber mit Putzen ist nicht genug. Das wird jetzt auf die Ebenen des Dörrautomates verteilt. Da ist der Steinpilz oben und dann schauen wir mal da drunter. Ja, da ist der Herbstrotfuß, den habe ich noch reingekriegt und einiges anderes. Alles ist jetzt drin als kleiner Beweis. Der Tisch ist leer. Übrigens, bald gibt es ein Video zu diesen Ballonflaschen, da werde ich einen Flaschengarten daraus bauen. Und das wird auch sehr interessant. Aber jetzt warten wir erstmal, bis die Pilze haltbar sind. Bis zum nächsten Mal.